Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spielraum Deckcheck. Mein Name ist Christopher Postel, bei mir wieder Patrick Portele. Hallo. Und wir präsentieren euch heute das grün-weiße Token-Deck. Und der Patrick wird uns dann im Anschluss auch die Unterschiede zum Bann-Tokens-Deck. Genau, es ist marginal. Ich habe mich jetzt für grün-weiß entschieden. Und wenn man Bann spielt, zeige ich, was ich cutten würde und was man halt dann dafür reingibt. Gut, beginnen wir gleich mit der Mana-Base. Das Deck spielt 26 Länder, was eigentlich relativ viel ist. Ja, die ursprüngliche Liste, also diese ursprüngliche Bann-Tokens-Liste von Sam Black hat 25 Länder gespielt. Diese Liste spielt jetzt 26 aus zwei Gründen. Einerseits, weil man das Retreat auf mehrere öfter triggern möchte, weil man eben ein zweites Blighted Woodland, das sind drei Gründe, spielt und weil man eine dritte Karte, noch eine Karte spielt, die einem Länder raussuchen lässt. Dazu kommen wir später. Ja. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich. Das Deck spielt 11 Fetchländer. Ja. Also 4 Flooded Strand, 4 Windswept Teeth, ja, und 3 Wooded Foothills. Genau, die Wooded Foothills sind natürlich das, also sind, also in dem Bild sind die alle gleichbedeutend sozusagen. In Bann-Tokens ist das Wooded Foothills natürlich das schlechteste, weil es dich halt nicht auf Blau fetchen lässt und halt nicht auf das Blau-Weiße fetchen lässt sozusagen. Ja, ansonsten spielt diese Liste halt 7 Plains und 4 Forests. Mehr Plains sehen wir dann, warum das so ist, wenn wir das die Kreaturen durchbesprechen. Grundsätzlich, um das gleich vorweg zu sagen, wenn ich jetzt blau splashen würde, heute würde ich keine Lumbering Falls mehr spielen, also nicht mehr die Mainlander, sondern nur noch Prairie Dream und davon 2 Stück. Dafür würde ein Plain gecuttet werden und ein Wooded Foothills wahrscheinlich. Gut, dann kommen wir weiter. Du hast es vorher schon angesprochen. 2 Blighted Woodland. Ja. Erklär, warum ist Blighted Woodland wichtig für das Deck? Blighted Woodland ist einfach, ohne Damage 2 Landfall-Trigger zu kriegen. Im Instant Speed natürlich. Das heißt, du kannst, wenn du das Blighted Woodland im Spiel hast, ein Fetchland legst, fetcht und dann das Cracks praktisch 4 Landfall-Trigger auf einmal generieren, das heißt +4/+4 kann das passieren oder halt 4 Tokens, was du halt gerade brauchst. Das ist beides sehr stark, deswegen brauchst du aber auch mehr Basic-Länder, damit das Blighted Woodland auch das zweite noch immer was hitten kann. Mhm. Gehen wir gleich weiter. 7 Plains, 4 Forest und was ich dazu nehmen möchte, nur 2 Canopy Vista. Ja, die Canopy Vista sind nur 2. Einerseits bist du ja eh nur ein zweifarbiges Deck. Und andererseits, wie gesagt, du spielst Blighted Woodlands, die dir nur Basic Länder raussuchen. Du spielst Kreaturen, die dir nur Basic Länder raussuchen. Das heißt, die Canopy Vista sind zwar gut, um halt zu fixen für ein 3, dass du halt machst Basic Land, Basic Land, Canopy Vista, dann hast beides doppelt sozusagen. Aber ja, mehr brauchst du nicht. Und das, du hast sogar mit, also ich habe sogar mit dieser Mana Base Draws gehabt, wo ich mit Canopy Vista anfangen habe müssen, damit ich Turn 2 doppel, also 2 angetappte Länder habe. Und wenn du dann halt 4 Canopy Vista hast, dann exponentiell passiert das und du spielst ja viele kleine Kreaturen eigentlich und keine fetten, das heißt, du kommst mit dem Tempo, darfst dem Tempo nicht hinterher sein, das heißt, du musst Turn 2 spielen. Kommen wir nochmal retour auf die Lumbering Falls. Ja. Was ist an den Lumbering Falls auch im Bann-Tokens deiner Ansicht nach nicht gut oder weniger gut oder schlecht oder wie auch immer? Ja, ich würde sie deswegen nicht spielen, wegen meiner Gütscher-Base, die jetzt ist, das kommen wir ein bisschen später dazu. Und kommen in Brigitte ab. Das ist wie gesagt schlecht mit dem, dass ich Turn 2 unbedingt verspielen möchte. Ich kann sie nicht fetchen, weder mit Fetchland noch mit Blighted Woodland. Das heißt, ja, sie sind nur dann gut, wenn ich sie im Late Game habe und einen Mana Sink brauche. Da können sie echt gut sein. Damit habe ich habe vor Bann Tokens gespielt, kann man schon Spiele gewinnen. Aber ja, ich würde sie halt jetzt nicht mehr spielen. Gut, dann schauen wir uns gleich die Creature Base an. Es sind 15 Kreaturen. Ja. Das erste ist ein einsamer One-Drop, ein Warden of the First Tree. Ja, den Warden of the First Tree, warum nur einer? Weil ich für den zweiten keinen Platz gefunden habe. Ja. Ursprünglich wollte ich 2 spielen und ich glaube 2 ist auch die richtige Zahl. Momentan habe ich halt in der Liste nur einen. Warum ist der Warden gut? Einerseits ist er ein One-Drop, das ist schon ganz gut fürs Tempo, wie gesagt. Und in deinem Deck, du hast so viele Länder. Wenn du in Turn 10 spielst, hast du mal ganz schnell einen 8-8 Lifelink Trampler und der gewinnt halt das Spiel auch ganz allein. Und so habe ich auch schon Spiele gewonnen, einfach mit den einsamen Warden irgendwann gelegt. Oh, dann ist er 3-3, oh, dann ist er riesig, ja. Und jetzt kannst du halt nicht mehr gewinnen. Gut, kommen wir zum Zweier-Drop. Das ist 3 Elvish Visionary.
Die sind halt wirklich nur zum Card Draw da eigentlich, oder haben die mehr Sinn haben die nicht? Sie sind zum Card Draw da, sie sind zum Jump Blocken da, sie sind im Sideboard da, damit du sie wegopfern kannst teilweise. Sie können auch potenziell größer werden und sie machen halt deine Draws besser sozusagen. Mhm. Der Sam Black hat in seiner letzten Variante dieses Decks sogar 4 davon gespielt. Hat dann aber, also ich habe wie gesagt Platzprobleme einfach, weil ich Karten im Endeck haben wollte unbedingt, die andere halt nicht haben. Dann gibt es noch einen Zweier-Drop, und zwar sind das 2 Knight of the White Orchid. Ja, Knight of the White Orchid ist dieser Zweier-Drop, den ich so super finde, wo ich am liebsten vielleicht sogar 3 spielen würde wollen, den ich eben auch reingepresst habe, unter Anführungszeichen. Das heißt, die normalen Listen spielen den nicht? Also der ursprüngliche Bantoken spielt den nicht. Der Sam Black hat zum Schluss ihn auch 1 bis 2 Mal gespielt, er hat halt versucht, er hat gesagt, er weiß nicht, ob er wirklich gut ist. Ich mag halt den Knight schon, habe ich damals auch beim Spoiler-Alarm gesagt, von alten Zeiten. Und ich finde ihn halt auch sehr gut in dem Deck. Einerseits sucht er halt die Plains, er kann dir auch das Prairie Stream suchen, wenn du blau spielst, er kann dir das Konopi Vista suchen. Das heißt, es kann dir Accelerate, unter Anführungszeichen. Und das First Strike ist wirklich relevant. Weil, wenn du halt einen Gideon hast oder irgendwas, einen anderen +1/+1 Effekt, ist halt 3-3 First Strike, 4-4 First Strike wirklich eine Ansage, sowohl aggressiv als auch defensiv. Mhm. Gut, dann kommen wir zum nächsten, und zwar zu einer Karte, die Standard seit längerer Zeit terrorisiert. 2 Hangerback Walker. Warum nur 2 Hangerback Walker? Ja, also ursprünglich, man sieht es auch, ich habe auch einen im Sideboard, das nehme ich vorweg, hat das Deck 4 Hangerback Walker gespielt, einfach weil es von der Idee her gut synergiert. Du hast einen Block, hast einen Turn 2 Play, du hast später, wenn es ein Opfer ist, das Tokens, das ist gut, deine Tokens sind größer, du hast Flieger und so weiter. Das Problem ist, jeder hat Hangerback Walker immer am Radar, weil jeder Deck spielt es. Weil er Standard terrorisiert. Genau, du hast Silk Rob, was ihn halt zerstört. Das ist genug Spot Removal, weil halt im Endeffekt für 2 Mana dir einen 1-1 Flieger bringt. Ja, das 1 Mana Spot Removal tradet ja eigentlich schlecht für dich. Und deswegen ist er für mich momentan so, jetzt nachdem ich das Deck noch mehr gespielt habe, sogar auf der Cut-Liste komplett. Mhm. Weil sich jeder darauf vorbereitet. Also momentan ist meine Überlegung, den Hangerback zu cutten und den 2. Warden zu spielen und den 4. Elvish Visionary zu spielen oder den 3. Knight. Weil er ist zwar, teilweise ist er wirklich unglaublich gut und es ist auch zum Beispiel gut, dass du den Hangerback Walker für 0 spielen kannst, wenn du zum Beispiel ein Gideon Emblem hast. Ja, dann hast du dann noch immer einen 1-1, den du dann für 1 Mana pumpen kannst, was ja auch super ist. Aber teilweise macht er auch einfach zu wenig in der Zwischenzeit. Verständlich, ja. als nächstes 4 Nissa Vastwoodseer. Ja, die ist auch nicht eigentlich 4-mal in den Listen vertreten, anfänglich gewesen. Oder? Oh ja, also das war das, was Sam Black hat sofort 4 gespielt, hat gesagt, die ist einfach super, weil sie lässt sich halt einen Landdrops machen und im Late Game gewinnt sie einfach, weil sie halt der Card Drop beschert oder halt ein 4-4er. Die Sache ist die, ich spiele auch noch immer 4, ich finde auch 4 gut. Was ich halt öfter habe, ist, dass die dritte keine Forest mehr findet. Und das ist echt problematisch, das hat mich schon öfter sozusagen geärgert. Aber ich glaube, man muss trotzdem 4 spielen, einfach weil sie halt im 3er-Drop wirklich essentiell ist. Sie ist ein guter Blocker, sie hat, der Gegner muss immer Angst haben, dass sie flippt. Und die zweite ist immer gut, die dritte ist teilweise problematisch. Aber du willst sie halt immer ziehen. Du willst halt immer ziehen. Die erste und zweite willst du immer haben. Die dritte, ja, im Late Game, wenn du noch das Fetchland hast, ist auch immer gut genug, auch wenn sie nichts mehr findet. Ein Creature Slot schließt eine meiner Favorite Standardkarten ab, und zwar 3 Wingmate Rock. Ja, Wingmate Rock ist einfach super. Ja. Kannst fast immer das Raid triggern. Das heißt, du hast immer 2, 3, 4 Flieger. Und was halt auch wirklich essentiell ist in dem Deck, wenn du dann einmal angreifst mit 4 Tokens und 2 Wingmate Rocks, kriegst du halt 6 Leben. Und genau dieses 6 Leben macht halt oft einen Unterschied aus, dass du das Race gehen kannst, weil du sagst, okay, ich greife an, du kannst mich im Gegenangriff eh nicht töten. Mhm. Ja. Gut. Kommen wir weiter zu den Spells und beginnen wir einmal auch mit einem Token Maker. 3 Secure the Waste. Ja, Secure the Waste ist gut, weil es halt instant ist. Das heißt, du kannst End of Turn vom Gegner dir 3-4 Tokens machen, dann einen Gideon spielen, den aufblasen, hast auf einmal 3-4-2-2er, bam, angreifen oder Retreat spielen mit einem Fetchland, hast auf einmal 3-3er. Ist sicher eine gute Karte, ist aber auch auf deine Karte immer rausbeutet, weil der Gegner die Spells zum Beispiel sogar im Endeck hat. Ja. Und dann ist es halt etwas, was man mit Vorsicht genießen muss oder was man oft einfach in eigenen Turn spielt, nur damit der Gegner das Dispel nicht offen haben kann oder so. Gut, gehen wir weiter. Du hast genau 4 Planeswalker, also 4 echte Planeswalker. Nissa ist auch ein Planeswalker. Ja. 4 Gideons. Ja, Gideon ist halt die eierlegende Wollmilchsau. Der macht wirklich alles. Er
macht dann 2-2er, der für dich mal brav Jump-Blockt, er greift selber an als 5-5er, wobei das macht er eigentlich fast am seltensten, für mich zumindest. Er macht ein Emblem, das dein ganzes Team pumpt, also ja, Gideon ist gut, ich glaube, da müssen wir nicht mehr drüber sagen. Und jetzt kommen wir noch zu 12 Enchantments. Jetzt frage ich, bei 12 Enchantments, kann man da nicht irgendwie ein Sigil of the Empty Throne hineinquetschen? Ich weiß nicht, das ist dann halt wieder ein anderes Deck. Vor allem, wenn wir beim Sideboard, zu einem Sideboard sind, werde ich dazu was sagen. Die Enchantment-Base in dem Deck ist bei mir ja stärker als normal, weil ich Enchantment mehr spiele als die meisten Decks, teilweise sogar zwei. Und du boardest oft viel raus, auch davon wieder. Gut, dann fangen wir es an. 4 Silkrub erklärt sich von selber, glaube ich. Hat sich als das Removal momentan etabliert, das 2-Mana-Removal. Du triffst wirklich sehr viel und damit ist es gut genug. Ja, man könnte sich überlegen, auf 3 runterzugehen. Ich finde halt 4 die Zahl momentan, auf die man bleiben möchte. Was du dreimal spielst, 3 Stasis Snare. Genau, da spiele ich definitiv eins mehr. Die meisten Listen spielen nur 2, manche Listen spielen sogar nur noch 1. Ich finde Stasis Snare momentan sehr gut, weil halt Absan wieder im Aufmarsch ist und Silkrop halt nicht gut gegen Citrine ist. Das ist richtig. Und das halt schon echt ein Problem sein kann. Stasis Snare ist halt auch, dieser Instant-Effekt ist sehr gut. Und man kann auch Stasis Snare spielen, eben in Response auf ein Dremokos-Command, wenn man halt was anderes retten möchte, zum Beispiel. Ja. Dann gibt es noch ein Mass-Removal unter Anführungszeit. ein Quarantine Field. Quarantine Field, ja. Das habe ich mir oft überlegt zu cutten, weil du halt teilweise es echt nur für 4 oder 6 spielen kannst und dann, wenn es 1 wegmacht, ist es halt eigentlich schlechter als ein Stasis Snare sogar. Aber es nimmt halt auch Planeswalkers, das ist halt schon wirklich gut. Und du fladdest halt oft, du hast halt, wenn das Spiele länger dauern, was oft passiert, weil du dich halt irgendwie stabilisierst am Anfang oder halt das Spiel hinauszögerst und dann hast 8 Mana, 9 Mana, ich habe schon 10 Mana auch gehabt, dann denke ich mir, bitte, jetzt das Quarantine Field von oben und ich... Und es ist einfach vorbei. Und deswegen ist die Karte einfach gut. Weil für diese Momente, wo du halt also einfach für, wenn du es für 6 spielst, also 2 Permanents, ist es schon wirklich gut. Aber wenn du es für mehr machen kannst, ist es unglaublich frech. Vor allem, wenn du ein anderes Enchantment hast und damit Dromokas Command, was du immer haben wirst, irrelevant ist. Gut. Und der Abschluss, was das Token-Deck eigentlich erst so gemacht hat, 4 Retreat to Emeria. Ja, Retreat of Emeria ist halt das Token an dem Token-Deck im Hauptding in Wirklichkeit. Ist halt auch der Grund für das zweite Blighted Woodland. Ist ein guter Vierer-Drop, ist aber ein Vierer-Drop, den viele Listen jetzt nur noch dreimal spielen, weil er eben, wenn du 2 davon hast, clunky ist, also ein bisschen blöd zum Spielen sozusagen. Und es ist halt oft auch ein Fünfer-Drop, weil du willst das spielen und dann einen Fetchland spielen, damit du einen Token hast und halt einen zweiten Token oder einen Pump androhen kannst. Und dann ist es halt schon, bist du schon sehr hochkurvig in Wirklichkeit, weil du da Windmake Rock, Gideon und Quarantine Field und Retreat, das heißt, sind viele hohe Drops, deswegen ist auch die vielen 2-Drops wichtig, damit du dort überhaupt hinkommst. Mhm. Gut. Erklär mal kurz, wie wird dein Main Deck ausschauen, wenn Blau dabei wäre? Mein Main Deck, wenn Blau dabei wäre, ich würde nur die Landbase ändern. Ich würde 2 Länderkarten und nur Prairie Field. Ich würde kein Dispel mehr im Main Deck spielen. Wenn man ein Dispel im Main Deck spielt, dann würde ich maximal 1 spielen, weil 1 ist oft gut genug, dass du den Gegner das Guessing Game gibst, sogar wenn du Blau halt repräsentierst, weiß er nicht, ob du es hast oder nicht. Und es gibt halt noch immer genug Matchups jetzt, vor allem weil Dispel halt so präsent ist, dass die Leute aktiv eh schon drumherum spielen oder ihre Decks bauen, dass es nicht mehr betrifft. Ja. Zum Beispiel oft, ich sehe jetzt schon teilweise Treasure Cruise über Dig Through Time, einfach weil es ein Sorcerer ist. Und das ist halt dann Sachen, okay, da muss man halt dann selber reagieren und deswegen will ich Blau nur eben durch 2 Pre-Stream momentan adden, die halt durch die Fetchlander und die Knight of the White Orchid eh gefixt sind sozusagen und dafür halt, wie gesagt, eine Plains und ein Wooded Foothills cutten. Gut, das ist jetzt gar nicht so viel gewesen. Nein. Schauen wir uns das Sideboard an. Erste Karte, die ich da gleich sehe, der Hangerback Walker, den hast du schon besprochen. Wogegen kommt der rein? Der Hangerback Walker kommt dann primär rein, wenn du on the play bist und die Knight rausgibst. Also immer wenn du on the play bist, gibst du die Knight raus, wenn du on the draw bist, lass die Knight drinnen. Der Hangerback Walker könnte auch ein zweiter Knight sein. Dann machst du halt genau umgekehrt, dann gibst also gibt's die Hangerback Walker eh oft raus auch. Ich habe einen Hangerback Walker reingegeben im Sideboard ursprünglich, weil ich mir gedacht habe, Hangerback Walker ist so eine Macht, den werde ich oft haben wollen. Ich habe ihn dann noch ab und zu geboardet, aber ich habe ihn seltener geboardet, als ich ihn ursprünglich haben wollte. Und insofern, darum habe ich gesagt, ist das jetzt einer, den ich sogar
auf der Cut-Liste generell sehe. Außer das Meta entwickelt sich jetzt in eine andere Richtung wieder, aber auch mit Anna Fenser ist er halt nicht aufregend. Ja. Das ist richtig. Gut, als nächstes eine Karte, die auch schon irgendwo fast Main-Deck-tauglich ist, oder? Und zwar zweimal den Protector. Also den Protector. Ja, der Den Protector ist halt, wird fast in jedem Matchup geboardet. Und das ist halt ein bisschen abartig, weil damit könnte man sagen, okay, warum spiele ich ihn nicht Main-Deck? Du boardest ihn aber oft mit anderen Spells, wie Removal vom Sideboard oder halt mit dem Enchantment aus dem Sideboard. Er kommt halt auch oft rein gegen einen Knight zum Beispiel oder gegen einen Hangerback Walker oder halt gegen irgendeinen Enchantment-Mix, um eben deine 2-Drops gleich zu lassen, aber halt einen potenziellen 3-Drop zu haben, der Upsides hat. Gut. Als nächstes die dicke Drachenmutter Dragonlord Dromoka. Ja, die habe ich reingequetscht, einfach weil ich mir gedacht habe, was gebe ich da rein? Ursprünglich, wie ich das so gebaut habe, gebe ich den dritten Knight da rein und das halt boarden oder gebe ich nicht Dromoka rein? Für mich war dann halt Dromoka, weil die kann einfach mal das Game allein gewinnen. Ist die greediere Variante, aber... Das sind wir schon gewohnt bei deinen Decks eigentlich. Das kann schon, ja, das, ich finde es auch ganz okay, weil ab und zu muss man einfach sagen, entweder habe ich es und gewinne deswegen oder ich habe es halt nicht und ich habe halt Spiele gegen Absan damit gewonnen einfach, weil der verschießt den Removal, ich lege die und dann schaue ich ihn mal an und dann einen Turn kann er nichts machen und beim nächsten Turn macht er mal 5 Leben und den Swing und dann ist eh schon fast Schicht im Schacht. Ja, natürlich gegen einen anderen Absan-Gegner, der hat einfach Absan-Chan drauf gespielt und das war gar nicht so leibend. Aber... Oder was passiert mit jeder Creature? Genau. Wenn man das die Antwort hat, ist es egal, was die kann oder nicht. Genau. So, eine Antwort, die du selber boardest, das war wahrscheinlich der Grund, Elvish Visionary, man kann ihn weg sacrificen, genau. Zwei Evolutionary Leap. Ja, die Evolutionary Leap sind halt was, auf das Sam Black so geschworen hat, wie ich das erste Mal gebaut habe, das Banddeck und gespielt habe, habe ich gar nicht gewusst, gegen was ich es boarden soll. In der Zwischenzeit board ich es auch fast in allen Matchups, also jetzt nicht gegen Mono-Rot, weil das ist halt, aber gegen alles, was ein bisschen grindiger ist, ein bisschen midrangiger ist, board ich das. Auch gegen Jeskai, einfach weil es halt jeder seiner Removal wird schlechter. Wird viel schlechter, weil er macht Removal, ich opfer es weg oder ich habe schon mal einen Hangerback-Walker, der auf 4 war weggeopfert, um einfach 4 fliegende Blocker zu haben. Das kann echt alles sehr relevant sein. Ist halt eine coole Karte, muss man aber auch aufpassen, weil die zweite ist halt schlecht schon auf der Hand, das heißt, darum spielst du doch nur eine, also spielst du doch nur zwei, weil die dritte, wenn du drei boarden würdest, wäre es halt uncool. Oft habe ich auch nur eine reingeboardet. Ja. Ist eine Value-Karte, die halt das Late Game für dich verbessert sozusagen. Ja. Gut, noch eine Value-Karte, zwei Dromoka's Command. Ja, die Dromoka's Command sind statt in Erase drin sozusagen. Die Dromoka's Command machen halt mehr, vor allem mit den Knights, die ich halt pumpen kann zum Beispiel, ist das halt jetzt schon besser, weil wenn ich nur Elvish Visionary und Hangerback Walker habe als zwei Drops, ist halt nicht so spannend, aber mit denen halt mehr Value zum Holen. Ja, deswegen halt Dromoka's Command. Ist auch super, also gegen Jeskai bringe ich Dromoka's Command ja am allerliebsten. Weil es halt die Violent Plague countert sozusagen, die er gegen mich bringt, also zerstört, und das Radiant Flames countert unter Anführungszeichen und damit halt eine Sideboard-Karte ist, die mir zwei seiner Sideboard-Karten handelt. Deswegen habe ich es halt im Board auch. Gut, die nächste Karte ist immer in mehreren Sideboards, drei Search of Righteousness, ganz klar. Brauchst du gegen Mono-Rot, bringst du gegen Jeskai teilweise, bringst du gegen Absan. Kannst du gegen fast jedes Matchup mittlerweile bringen. Kannst du gegen sehr viele Matchups bringen, ja. Gut, dann eine interessante Wahl, zwei Valorous Stands. Absan. In Wirklichkeit Absan kannst du natürlich gegen andere Decks bringen, die aus irgendeinem Grund fett werden. Ja, ist auch ganz witzig gegen das Harden Scales Deck, gegen das man auch öfter jetzt immer wieder antrifft. Ja, ich finde es eine gute Karte, kann man auch ich baue auch ein Stück immer gegen das Control Matchup, einfach um mal eine Kreatur von mir an das Destructible geben zu können oder halt seine eine fette Kreatur, die er aufs Board bringt, halt instant handeln zu können. Also du nutzt das eigentlich mehr als Removal, als Verteidigung. Ja, weil deine Kreaturen sind ja oft, also du hast kaum eine Kreatur, außer vielleicht Windmake Rock, das Original, das nicht leicht zu ersetzen ist. Ja, weil alle deine Kreaturen sind 1-1er, 2-2 in irgendeiner Form. Ja, manche haben wir Upside dort, manche sind da besser, aber in Wirklichkeit ist nur Windmake Rock der, wenn er im Spiel bleibt, oft das Spiel ganz alleine gewinnen kann. So, und die letzte Karte ist auch eine interessante Wahl. Zwei Planar Outburst. Ja, also der Sam Black hat ursprünglich 1 Main Deck gespielt, hat in seinen letzten Listen noch immer 1 Main Deck. Ich finde das Main Deck ein bisschen komisch. Im Sideboard finde ich es aber richtig gut. Einerseits kannst du es gegen Absan bringen, da ist es auch wirklich nötig. Du kannst es gegen Grün-Weiß bringen, da ist es auch wirklich gut. Gegen alles, was halt viel Creatures
Swarm sozusagen, und der Vorteil ist halt, du kannst Blind Outburst spielen und hast den Retreat im Game und hast gleich wieder ein Token oder zwei. Oder spielst den Secure und, oder hast den Gideon, oder du kannst dich halt sehr schnell, wie gesagt, du kannst deine Kreaturen sehr schnell ersetzen, weil sie halt alles 1-1 oder 2-2er sind. Nein, ich sag das, ich glaube, dass das Stop-and-Go-Spiel, das man mit dem Deck dann auch spielen kann, mit dem Planer Outburst, relativ interessant ist, weil du overextendest unter Anführungszeichen, der Gegner muss mitgehen und wie du gesagt hast, deine Creatures sind halt leicht zu ersetzen. Genau. Planer Outburst und du kriegst wieder zwei, drei kleine Schwarmal-Kreaturen. Und viele deiner Kreaturen sind halt, also viele deiner Karten sind halt automatisch 2-1. Evolutionary, Hangerback Walker, Knight of the Reliquary bringen alle immer was mit. Knight of the White Orchid. White Orchid, danke. Nissa bringt Value mit. Knight of the Reliquary wäre richtig gut. wäre auch richtig gut, ja. Secure the Waste ist x-1, ja, und so weiter. Und deswegen ist für dich ein Mass Removal weniger schlimm. Gut, Sideboard haben wir durch. Was würde blau aus dem Sideboard kommen? Sideboard würden drei Karten wahrscheinlich reinkommen. Das wäre ein Dispel und zwei Stateful Stroke. Warum die Stateful Stroke über Negate und über Dispel? Einfach wegen Absahn und wegen Grün-Rot Eldrazi. Du kannst gegen einen resolveden Ulamog? Nicht Ulamog, der andere. Ugin. Danke. Gegen einen resolveden Ugin eigentlich nicht gewinnen. Die einzige Möglichkeit dagegen zu gewinnen ist, Mana offen zu haben, Secure the Waste zu casten, Retreat zu legen, zu pumpen und dann den Ugin umzuschnitzen. Und dann hat er wahrscheinlich den zweiten. Deswegen ist den Stainful Stroke echt wichtig. Das ist auch der Hauptgrund, warum man wahrscheinlich dann blau spielt, eben für die Stainful Stroke. Karten würde dann der Hangerback Walker, Dragonlord Dromoka und wahrscheinlich ein Mass Removal. Wären für mich die ersten Karten, die rausgehen würden. Ja. Gut, also gar nicht so viel Unterschied. Nein, eigentlich. Der Blau Splash ist ja in Wirklichkeit nur für Counter gewesen immer, auch in der ursprünglichen Bandliste, und wäre auch hier jetzt nur das. Und ich habe als ursprünglich so überlegt, soll ich wieder Band spielen, und dann habe ich gedacht, für zwei, drei Counter im Board ist es mir nicht wert, da habe ich lieber die bessere Mana-Base sozusagen. Jetzt mit den neuesten Grand Prix-Ergebnissen ist es vielleicht doch besser, es zu machen, weil halt Absan wirklich wieder am vollen Vormarsch ist, und wenn du halt den Citrine countern kannst, ist es immer nicht erleibend. Gut, wir haben jetzt das Deck durch, du hast uns die Variationen gesagt, wir sind eigentlich relativ knapp auf der Zeit schon wieder fast. Ja. Ganz kurz, Matchups, die du am Tisch sehen willst und Matchups, die du nicht am Tisch sehen willst. Chesky Black will ich sehen, dagegen ist es, also ich fühle mich sehr im Vorteil gegen Chesky Black, sage ich jetzt einmal. Ich fühle mich gut gegen Mono Rot. Ich fühle mich, man kann sich nie gut gegen Absan spielen, ja, weil wenn der Turn 3 an der Fans hat, Turn 4 Citrino, gefolgt von Wingmate Rock, ist schon ganz übel, ja. Grün-Weiß, Megamorph-Tokens ist ein faires Matchup. Ja, also sage ich mal, das sind so den vier großen. Gegen Control habe ich es persönlich nie gespielt. Stelle ich mir aber auch eigentlich ziemlich gut vor, weil dein Spot Removal ist mir ja ziemlich wurscht und ich bringe halt sehr viele Sachen, die halt immer 2-1 sind. Was man generell zu dem Deck sagen muss, in der Zwischenzeit gibt es zwei Gründe, also was ich vorhin zum Board noch sagen wollte, du boardest sehr oft viele Retreats raus, du boardest sehr oft Secure Wastes raus, du boardest sehr oft viele von dieser Token-Strategie eigentlich raus, weil du einerseits der Gegner sich dann auf Eisschild Game 2 und andererseits eben so viele Karten aus dem Sideboard mit Evolution Leap und Dem Protector reinbringen willst. Insofern ist halt die Frage, warum spielt man nicht gleich Grün-Weiß und pfeift auf die Tokens oder halt spielt das, oder warum spielt man, was jetzt wahrscheinlich der nächste Schritt ist, nicht die schwarz-weißen Tokens, weil die haben halt eigentlich die besseren Spells. Ist halt eine Überlegung, muss man sich anschauen. Ich persönlich bin jetzt noch nicht sicher, wie es sich weiterentwickelt, aber für euch im Hinterkopf zu behalten, wenn man da spielen will, was kann das Deck besser für mich als Grün-Weiß, normale Morph-Deck, und was kann das Deck besser für mich als Schwarz-Weiß-Tokens? Okay. My two cents. Gut. Dann danke für die Deckvorstellung. Bitte gerne. Ihr könnt es wie immer liken, subscriben und kommentieren auf Facebook, YouTube und Twitter. Könnt gerne Fragen hinterlassen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, welche Decks euch in nächster Zeit interessieren, womit wir uns beschäftigen sollen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche beim Deckcheck und am Freitag sehen wir uns wahrscheinlich auch noch kurzfristig. Wir sehen sich am Freitag auch mit einem Video, eigentlich. Ich weiß noch nicht wie. Okay, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ba.
getrennt.